Es ist nicht eine Ult, es sind nicht zwei Ults, es sind so verdammt viele Ults, also das ist wirklich krass. Moin Leute von heute und heute ist Lenny dabei. Hallo. Und heute machen wir mal, oder wir schauen uns eher an, was Lifeweaver alles denyen kann. Und das sind wirklich nicht nur 1, 2, 3 Ults, das sind wirklich extrem viele. Dabei zählen wir 2, 3 Fähigkeiten, aber eher jetzt, ja, alles außer Life Grip, weil Life Grip kann dich in der Theorie ja vor allem retten, weil es eine Unsterblichkeit ist. Aber wir können gerne mal schauen, was der Tree und was natürlich auch die Plattform bringen, das alles in diesem Video. Und anfangen tun wir mit Diva. Nein, halt runter. Das ist so der erste Weg. Ihr könnt natürlich die Diva-Ult einfach komplett denyen, wenn sie auf dem Boden liegt. Aber nicht jede Diva wird sie halt so werfen. Die zweite Möglichkeit, die ihr natürlich habt, ist, wir sagen jetzt, Lenny wirft jetzt einfach mal seine Ult. Was man natürlich einfach auch machen kann, was ganz Simples. Man macht den Baum und schützt sich damit. Und fertig. Als nächstes haben wir Doom und bei Doom ist das ganz leicht. Wenn Doom jetzt seine Ult hat, Doom, mach mal deine Ult. Dann machst du einfach auf mich. Dann machen wir einfach den Baum und man kriegt keinen Schaden, sondern nur der Baum, da die Hitbox da ein bisschen weird ist. Okay, kannst du wieder weg. Man hat natürlich eine Interaktion. Man darf nicht vergessen, dass Lifeweaver der Einzige ist, der wirklich Leute richtig aus dem Maugerschild rauspullen kann. Aber das kann mir jetzt gerade schwer zeigen, weil ich nicht genug Freunde habe. Ja, genau. Kann ich wie so ein... Ich guck mal. Geil. Ja, Orisa. Ja, Orisa geht easy. Ja, Orisa kennen wir alle, raufgehen, runtergehen, fertig. Mehr müsst ihr gar nicht machen bei Orisa. Ja, bei Ramattra ist es auch ganz interessant, wenn Ramattra seine Ult poppt jetzt einfach mal. Du kannst dann halt oben drauf. Achtung, er kann immer noch durch euer Feld schlagen, aber nein, seine Ulti... Nein, das geht nicht mehr, hallo. Das geht nicht mehr. Ja, weil die Range war gerade, ist ein bisschen zu klein gewesen. Nein, das geht nicht mehr. Gar nicht mehr. Da war ein fetter Lifeweaver-Patch. Digga, das Ding ist OP. Kein Firestorm geht mehr durch, kein Moira-Ult geht mehr durch, da geht gar nichts mehr durch. Reinhard gibt es natürlich zwei Sachen, schau mal. Und dann könnt ihr die Plattform werfen. Und wenn ihr das wirklich richtig timet, dann habt ihr euch selber gerettet. Aber das ist auch wirklich eine Sache der Möglichkeit gefühlt. Also das ist auch wirklich sehr, sehr knapp. Aber cool. Es ist eine Interaktion. Okay. Auch bei Sigma gibt es natürlich was ganz Leichtes. Sigma, ult mich mal. Und du bist der Ult gedutscht. Perfekt. Ja, Zarya, die Interaktion sollte eigentlich jeder kennen. Wenn ihr von der Zarya geultet seid, einfach den Petal unter euch und ihr seid aus der Ult raus, wie auch alle Teammates. Also das ist wirklich krass, finde ich immer. Dafür, dass sie einfach so leicht eine Ult denyen. Aber ja. Ash gibt es auch einen kleinen interessanten Deny, aber da muss die Ash halt weit genug weg sein, nicht unbedingt einen Meter vor euch stehen. Denn wenn die euer Bob einfach auf euch zuschickt, mach mal. Dann kann man den mit dem Bob blocken. Das ist die erste Variante. Mach Bob mal weg. Okay, dann mach mal Ult. Bastion. Tatsächlich blockt der Baum alle drei Schüsse, wenn niemand noch drauf schießt. Beim letzten hat der Baum halt nur noch 100 Leben. Genau, könnt ihr das gleich halt auch mit der Plattform machen. Achtung, die hält nur einen Schuss aus. Aber ja, die kann euch halt sozusagen auch beschützen, wenn er genau drauf schießt. Ja, bei McCree, ihr kennt alle die Kombi, dass man ein McCree halt selber hoch macht. Eine andere Möglichkeit ist halt einfach, er macht Ult. Mach mal Ult. Ihr blockt die Line of Sight. Die andere ist, nicht schießen, bitte nicht schießen. Ihr nehmt ihn hoch und stellt euch halt unter ihn. Aber das ist nicht zu empfehlen, weil er kann einfach runterdroppen und euch dann trotzdem töten. Also, ich würde es lieber bei Variante 1. Ja, bei Junkrat ist halt ganz simpel. Ihr sollt halt einfach oben sein, aber bei einer May ist es halt auch ganz leicht. Wenn eine May ultet, ihr geht einfach hoch mit dem Pet. Ihr seid meist außer Range. Achtung, dass ihr nicht an einer Wand seid, die zu nah dran ist. Und ihr könnt damit halt natürlich auch Teammates auf Entfernung retten. Also eine May ist echt am Arsch gegen euch. Bei Baptiste kann man tatsächlich eine Sache machen. Und das ist, wenn ich Ult hätte, jetzt natürlich erstmal. Dass man einfach dieses Feld blockt. Weil man macht wirklich in dem Bereich, weil der Baum so dick ist, keinen doppelten Schaden an ihn. Sondern man findet irgendwie einen guten Winkel. Aber an sich lohnt es sich nicht wirklich, ein Baptiste-Feld zu blocken mit einem Baum. Sei denn, man kann es gut pushen. Man hat einen guten Tank dafür. Dann gibt es natürlich auch noch die Interaktion mit Ilari. Man kann nämlich von oben das tatsächlich blocken. Aber wenn sie ein bisschen am Baum vorbeischießt, dann ist es halt auch schon wieder egal. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt ganz viele Charakter. Da kann man immer mit Sachen blocken. Egal, ob Soldier, Ult ist oder was auch immer. Aber ich denke, hier ist es schon ein bisschen
leichter oder besser für den Spieler als sonst. Ich glaube, das andere könnt ihr halt selber denken. Jetzt eine Sache, die ist natürlich ein bisschen kritisch. Und dazu müsst ihr auch natürlich eine dumme Kirikum im Gegnerteam haben. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt beide Ult. Ich mache meinen Baum hin. Genauso in den Weg, wo sie gleich ultet, kann sie ihre Ult dann halt einen Penis... Ja, wirklich, also die, ihr seht, wie kurz die ist. Die hat wirklich gar keine Länge. So, und als allerletztes haben wir jetzt noch Moira. Und was bei Moira besonders ist, wir können jetzt mal, schieß mich mal an, damit du deine Ult hast. Ihr seht, eine Moira macht jetzt beispielsweise Ult. La la la, li li lu. Dann paddeln wir uns hoch. Unser Paddle ist dann halt kurz unantastbar. Ihr könnt euch kurz heilen oder wegfliegen oder alles, was ihr machen wollt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, das war's dann aber auch mit dem Video. Wie wir sehen, ich werde auch mal nochmal Kombis machen mit Lifeweaver. Aber dann machen wir das in einem bisschen anderen Video. Aber das sind alle Ults, die Lifeweaver einfach wirklich halb denyen kann. Egal ob mit Baum oder normalen Fähigkeiten. Ich finde das wirklich krass. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao mit. Ciao. Losing the time.